insan hakları benim için insanların kendilerini savunması ve korunması için olan bir şeydir. İnsan haklarına dayanarak insanlar kendilerini diğerlerinden koruyarlar. Benim haklarım vardır, benim haklarımı hiç kimse benim elimden alamaz diye sorulan bir şeydir. İnsanlar Mart'ta uyuyabın kınere da azat uçunu. İsk inçenk haskanım azat uçunu aselov. Yerip du ko yerkri nersum, yer voçmen ko yerkri nersum. Azat es anel ayn, inç sirum es. İnç ko tankutunlerin es iraganasnum. Yer voç vok çi kağıt kez asel. Kam sahmana pakel ko gortovutunlerum, yer ko khoskerum. Die Menschenrechte sind für mich etwas Unveräußerliches, so steht es auch in der UN-Charta, aber es ist etwas, wo der Staat keinen Einfluss drauf haben darf, wo er nicht intervenieren darf, was er nicht beschneiden darf. Und zwar, dass es darum geht, dass jeder Mensch sein Leben so leben möchte, wie er es für richtig hält. Natürlich mit der Grenze, dass er niemand anderen damit beeinschränkt. Das heißt für mich, den Beruf zu wählen, den man ausüben möchte. Das heißt, den Menschen zu heiraten, zu lieben, den man lieben möchte und den man heiraten möchte. Das heißt, in einer Art Familie zu leben, wie man leben möchte, ohne irgendwelche Vorgaben. Und das heißt auch, dass der Staat mich beschützen muss als Mensch vor den Einflüssen anderer, wenn andere mir das verwehren wollen. Also ich denke zum Beispiel, wenn meine Familie was dagegen hat, wie ich leben möchte, welchen Beruf ich ausüben möchte. Menschenrechte heißt für mich auch, dass ich nicht eingesperrt werde ohne irgendeine Anklage oder gegen eine Verurteilung. Dass ich ein Recht habe auf ein faires Verfahren vor Gericht, dass ich auch die ökonomischen Möglichkeiten bekomme, mein Leben so zu leben, wie ich es möchte. Das heißt, dass ich kein Verbot bekomme, meinen Beruf auszuüben. Es ist noch vieles mehr, aber das ist so eine spontane Antwort von mir gerade. Что ж, очень интересный вопрос. Честно говоря, не задумался о нем. Но я думаю, что для меня лично права человека – это то, что дается ему с рождения. Это право на жизнь, право на выбор профессии и право на выбор места, где жить. Мы можем родиться в одном регионе, но осознавать, что это совершенно не наше место, и захотеть куда-то переехать. И на это у каждого есть определенное право. Я думаю, что прежде всего в этом должна быть какая-то свобода. Если человек понимает, что он не чувствует себя своим в стране, в которой родился, он должен иметь право уехать из нее и жить там, где ему нравится. Поэтому я считаю, что каждый человек вправе распоряжаться теми правами, которые у него есть, так, как он захочет. Но главная нынешняя проблема в мире, что многие не знают, какие права у них есть. И я думаю, что цели подобных программ – просветить людей в той сфере, в сфере прав человека и осветить вопросы, которые до сих пор остаются тайной для многих людей.